Denn Frank, jetzt gerade ist natürlich auch die große Angst in Wien, dass noch nicht alle Täter festgenommen werden konnten. Man weiß noch nicht mal, wie viele Täter genau es sind. Was macht das jetzt so gefährlich? Und vor allem, kann man irgendwie einschätzen, wie lange die Täter tatsächlich versteckt bleiben können, bis die Einsatzkräfte sie dann finden oder ein Zugriff sich dann erlaubt? Es gibt halt mehrere Gefahren. Auf der einen Seite habe ich ja eben schon beschrieben, es kann immer sein, dass diese Täter möglicherweise auch Geiseln nehmen und sich dort irgendwo verschanzen und Menschen dann als lebendes Schutzschild benutzen. Zum anderen haben wir es erlebt bei dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Straßburg vor knapp 2 Jahren. Da war es eben so, dass der Täter sich fast 3 Tage in einer leeren Lagerhalle versteckt hat in der Nähe des Tatortes. Die Polizei immer dachte, er sei geflüchtet, sei mittlerweile schon im Ausland. Es gab auch Hinweise darauf, er sei vielleicht nach Deutschland geflüchtet, aber er war nur wenige hundert Meter vom Tatort entfernt in einer Lagerhalle, war immer noch bewaffnet. Und das ist natürlich hier auch das Problem für die Einsatzkräfte. Man weiß ja immer noch nicht genau, wie viele Täter sind es wirklich. Die Rede ist immer von 2 oder 3 Tätern, man weiß es aber nicht genau. Am Ende ist es vielleicht auch wieder nur ein Täter, wie in München damals. Man weiß es ja nicht genau. Und das ist ein großes Problem. Solange man nicht wirklich genau weiß, wie viele Täter es sind oder wie viele Täter unterwegs waren, kann man natürlich auch nicht sagen, ob man alle hat. Und das ist jetzt eine große Herausforderung für die Polizei, wenn sie die Lage erstmal so weit unter Kontrolle haben, herauszufinden, ist noch irgendwo ein Täter, versteckt sich ein Täter, hält er sich vielleicht irgendwo in einer Wohnung auf, bedroht Menschen, hat Geiseln genommen. Das ist zum jetzigen Zeitpunkt natürlich noch völlig unklar. Frank, du hast als Reporter von vielen Terroranschlägen berichtet, unter anderem aus Frankreich. Siehst du da tatsächlich diese Parallelen? Glaubst du, die haben sich da etwas abgeschaut von dem, was damals eben Bataclan und anderen passiert ist? Ja, ich muss sagen, zum Glück sind sie nicht so professionell vorgegangen. Ich bin allerdings eben regelrecht zusammengezuckt innerlich, weil ich in einem Video gesehen habe, einem Augenzeugenvideo, wie Polizeibeamte beschossen wurden. Und dann sprühten wieder die Funken von den Patronen, von den Kugeln, die dort auf dem Asphalt aufschlugen. Und das erinnerte mich doch ganz stark damals an das Bataclan, als die Polizisten, die dort anrückten, auch aus dem Bataclan von den Terroristen beschossen wurden. Und da war das so ähnlich. Da waren auch die Projektile, die in dem Asphalt aufschlugen, da sprühten Funken. Und das war eben schon eine Situation, wo ich dachte, nicht schon wieder. Und das ist sicherlich schon so, dass sie offenbar ja, wenn es denn mehrere Täter sind, versucht haben, zeitgleich in der Stadt, auch in Restaurants, man hat es ja gesehen, da war teilweise Außenbestuhlung umgekippt, offenbar ja auf Restaurants oder Cafés, auf Passanten einfach geschossen haben. So ähnlich war es ja auch in Paris. Man kann hier nur von Glück sagen, dass sie offenbar, es gab zwar auch eben das Gerücht, möglicherweise ein Sprengstoffgürtel, aber von einer Explosion genau Informationen gibt es da noch keine, offenbar eben keine Sprengsätze benutzt haben und dann offenbar zum Glück doch nicht so gezielt und so, wie soll ich sagen, so abgeklärt und eiskalt vorgehen. Auf der anderen Seite gibt es ein Augenzeugenvideo, wo man sieht, dass der Täter oder einer der Täter einen Passanten an einem Schaufenster niederschießt, erstmal wegläuft mit dem Gewehr, zurückkommt, eine Pistole zieht und aus kurzer Distanz, ja, man muss wirklich sagen, das Opfer regelrecht hinrichtet, liquidiert, nochmal mit der Pistole auf das Opfer schießt, was wiederum doch ein Stück weit zeigt, dass es dort offenbar eine Ausbildung gegeben hat, denn das ist das typische Vorgehen, was Dschihadisten in ihrer Ausbildung in arabischen Ländern bekommen, so nach dem Motto, das Opfer gezielt töten, sicher sein, dass es tot ist. Das lässt einem schon ein bisschen das Blut in den Adern gefrieren und man weiß nicht, ob diese Täter möglicherweise doch noch weitere Opfer finden. Momentan bekommt man ja keine Informationen mehr, ob es noch zu Schusswechseln kommt in der Stadt oder ob die Täter bekämpft sind. Man muss jetzt, wie gesagt, abwarten, sind es wirklich diese mehreren Täter? Ist es nachher doch vielleicht nur dieser eine Täter, der an verschiedenen Stellen geschossen hat? Das wäre ja eine große Hoffnung, dass es dann am Ende doch bei den zwar schlimmen, aber dann doch nicht so schlimmen Opferzahlen gibt. Du hast mich eben darauf angesprochen, wie es damals in Paris war. Da waren es ja ganz, ganz andere Opferzahlen. Hier sieht man übrigens die Szene nochmal, die ich eben beschrieben habe, wie er auf ein Opfer schießt. Er kommt kurze Zeit später wieder und schießt dann erneut eben eiskalt mit der Pistole nochmal auf das Opfer, was schon verwundet am Boden liegt. Und das ist, wie gesagt, etwas, was dafür spricht, dass sie offenbar doch in irgendeiner Form irgendwo eine Ausbildung bekommen haben. Es kann natürlich auch sein, dass es sich um Rückkehrer handelt. Man sieht es jetzt hier, kehrt er gerade zurück, zieht nochmal eine Pistole, er schießt erneut auf das Opfer. Es gibt ja immer mehr Rückkehrer, die auch aus den IS-Gebieten zurückgekehrt sind und eben nicht auf offiziellen Wegen, dass die Polizei sie im Visier hat, dass sie sie observieren kann, dass sie sie teilweise auch in Haft nehmen kann. Teilweise kommen sie eben auch von illegalen Wegen zurück. Und da ist die große Frage, ob möglicherweise das auch so ein Kommando sein könnte. Aber da muss man abwarten, es ist zum jetzigen Zeitpunkt eben Spekulation, wenn sie die Täter dann endgültig haben oder auch getötet haben. Ein Täter soll ja möglicherweise vom Polizisten getötet worden sein, herauszufinden, wer sind diese Täter gewesen, woher kommen sie.
Und dann muss man auch gucken, ob da noch ein anderes Netzwerk dahinter steckt oder ob es möglicherweise ein Anschlag ist, der auch noch andere Dinge nach sich zieht hier in Europa. Vielleicht noch ein Satz dazu. Die deutschen Sicherheitsbehörden sind natürlich jetzt auch in der Nacht sehr alarmiert. Es gibt auch die Überlegungen, gerade den Objektschutz vor Synagogen und israelischen Einrichtungen zu verstärken, weil es ja hier eben auch den Eindruck gibt, dass das möglicherweise der Anlasspunkt gewesen ist. Zum anderen hat man auch große Sorge, dass das jetzt eben zu einer Welle führen kann, eben andere Dschihadisten sich auch gemüßigt fühlen, jetzt auch loszuschlagen, so nach dem Motto. In der islamistischen Welt ist halt gerade diese Macron-Geschichte und die Karikaturen ein großes Thema. Wir haben es ja auch gesehen, in Deutschland sind ja auch gerade in Berlin auch Islamisten durch die Straßen gelaufen. Wir haben gehört von auch in Frankreich, dass in Kirchen teilweise junge Männer randaliert haben. Auch in Wien soll es das ja gegeben haben vor wenigen Tagen. Da muss man jetzt wirklich abwarten, ob das so eine wirkliche Welle nach sich zieht. Zum anderen hat die Polizei natürlich auch größte Sorge, dass möglicherweise auch Rechtsradikale diese Taten für ihre Zwecke nutzen und sozusagen zu Gegenreaktionen übergehen. Also die Polizei, auch gerade in Deutschland hier, ist extrem sensibilisiert, ich will nicht sagen beunruhigt, aber sehr sensibilisiert und versucht, die Situation im Blick zu behalten, dass wir nicht das nächste Land sind, das möglicherweise sich Anschlägen ausgesetzt sieht. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.